Hallo und willkommen zum heutigen Video, in dem wir uns mal dieses kleine Kästchen von Bosch hier anschauen. Das ist ein Entfernungsmesser und der funktioniert mit einem relativ interessanten Prinzip. Wie der funktioniert, warum zum Beispiel jetzt diese Kiste 50 cm entfernt ist, wenn ich ein Wasser dazwischen stelle, die Kiste plötzlich 54 cm entfernt ist und ganz merkwürdigerweise, warum dieser Stempel, den ich jetzt hier hinstelle, plötzlich über einen Meter entfernt sein soll, das schauen wir uns in diesem Video an. Wie funktioniert nun so ein Entfernungsmesser? Der funktioniert über Licht. Im Prinzip ganz gleich wie Radar. Also bei Radar wird eine Welle ausgesendet, diese Welle wird von dem Flugzeug reflektiert und diese Welle wird wieder eingefangen. Jetzt eher so ein bisschen blöd, wenn man das mit Licht machen wird, denn dann wird man ja dauernd die Piloten blenden, wenn da irgendwie ein Licht sich permanent dreht und da die Flugzeuge anleuchtet und darauf wartet, dass irgendwas reflektiert. Im Heimgebrauch mit so einem Teil kann man das natürlich machen, denn das stört einen ja nicht, wenn das jetzt irgendwie hier so einen roten Punkt macht und entsprechend eine Entfernung misst. Jetzt dachte ich mir, wo ich das Gerät das erste Mal in der Hand gehabt habe, naja, ich habe hier vorne zwei Öffnungen. Bei der einen Öffnung kommt der Laserstrahl raus, bei der anderen Öffnung wird schon dieses Teil sein, das irgendwie misst. Also dachte ich mir immer so, naja, wenn ich jetzt hier irgendwas messe, muss ich immer ein bisschen aufpassen. Jetzt ist der Sensor gerade oben, dass ich jetzt nicht gerade hier auf die Kante hinmesse, sondern ein bisschen drunter bin, damit der Sensor die Kante auch sieht. Naja, was passiert jetzt, wenn ich jetzt hier mal eine einzelne Messung ansteuere? Ich messe jetzt mal einmalig zu dieser Schachtel hin und wir haben 0,535 Meter als Entfernung. Was passiert, wenn ich jetzt den Laserstrahl zuhalte? Naja, versucht zu messen und sagt Error. Naja, das ist jetzt ein bisschen komisch. Ich dachte eigentlich, der Laser ist nur zur Positionierung, damit ich weiß, wo das Gerät misst. Nee, das ist viel raffinierter. Diesen roten Punkt, den man jetzt hier sieht, benutzt der Entfernungsmesser, um wirklich damit mit diesem Laserstrahl die Entfernung zu messen. Wie funktioniert das? Genauso wie beim Flugzeug. Das rote Licht fliegt jetzt quasi hier zu dieser Kiste und wird von dieser Kiste reflektiert. Und sobald ich jetzt hier drauf drücke, sagt das Kästchen 0,5 Meter. Er misst quasi, wie lange das Licht benötigt, um zu dieser Kiste zu fliegen und wieder zurück. Jetzt denkt man sich, naja, was soll jetzt da, wie soll das Licht reflektieren? Ich meine, da sieht man ja nichts reflektieren. Also von dem her, wie kann das Messgerät jetzt dieses reflektierte Licht messen? Naja, wir sehen mit unserem Auge diesen roten Punkt. Also wird dieses rote Licht an der Kiste, an der Wand, an der Kamera, wo auch immer, reflektiert. Und so wie unser Auge auch diesen roten Punkt wahrnimmt, kann natürlich auch dieses Kästchen den roten Punkt ganz einfach wahrnehmen. Das Ganze ist natürlich so ein bisschen komplizierter. Der Laser leuchtet permanent. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie man die Entfernung messen kann. Entweder der pulst den Laser kurz, das heißt, er schaltet ihn aus und schaltet ihn wieder ein. Bedeutet, der Laser fliegt hin und zurück und er misst diesen kurzen Puls vom Laser. Oder er moduliert irgendwas auf den Laser auf. Wenn man zum Beispiel irgendeine Welle auf den Laser aufmodulieren würde, hat man ja irgendwann mal in Physik gelernt, wenn eine Welle gegen die Wand prallt, wird sie phasenverschoben von der Wand wieder zurückreflektiert. Und da kann man natürlich mit Elektronik da drin diese Phasenverschiebung und so weiter die Laufzeit dieser Phasenverschiebung auch messen. So, nun betrachten wir das Ganze mal ganz, ganz toll mathematisch. Wir haben hier unser Messgerät, das die Länge misst, und wir haben hier unsere Wand. Wir kriegen von dem Messgerät den Laserstrahl, welcher an der Wand reflektiert wird und wieder zurück zum Messgerät geht. Nun gibt der Hersteller an, Bosch, die Entfernung, die wir hier messen können, beträgt zwischen 0,05 Meter und 30 Meter. Also 5 cm bis ca. 30 Meter. Wir betrachten mal den Extremfall 0,05 Meter und überlegen uns mal ein paar mathematische Kleinigkeiten, Grundlagen und so weiter. Die Lichtgeschwindigkeit. Ein roter Laser ist ja bekanntlich Licht, also gehe ich jetzt mal davon aus, dass der mit Lichtgeschwindigkeit durch die Luft fliegt. Lichtgeschwindigkeit bei Luft
ungefähr gleich groß wie Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Und weil wir gerade von ungefähr reden, runden wir es natürlich auf. Wir reden von 300.000. Was hat die Lichtgeschwindigkeit? Genau, Kilometer pro Sekunde. Also schon verdammt, verdammt schnell. Ich meine, 300.000 Kilometer, das ist eine relativ große Entfernung, die in einer Sekunde zurückzulegen, ist schon ganz schön flott. Also da kann man mal nichts sagen. Wenn wir jetzt mal überlegen, wie lange der Laserstrahl benötigt, wenn wir mal den einfachsten Fall annehmen, dass wir ihn einfach kurz einschalten und messen, wann wir die Reflexion wieder empfangen, dann haben wir eine Laufzeit T bei 5 cm, also hier im kleinsten Fall, vom Messgerät zur Wand von entsprechend 0,05 Meter, dividiert durch 300.000 Kilometer pro Sekunde. Wir schenken dem also nochmal 3 Nullen, dann hätten wir Meter pro Sekunde, die Sekunde wandert nach oben, mal Sekunde. Es kürzt sich der Meter wundervoll raus, übrig bleibt eine Sekunde. Haben wir mal wieder Glück gehabt. Zeit in Sekunden klingt nach einem plausiblen Wert. Wenn wir das Ganze jetzt ausrechnen, kommt dann eine, ja, ich meine, irgendwas ganz Kleines durch irgendwas ganz Großes ist was ganz, ganz Kleines. In unserem Fall 1,67 mal 10 hoch minus 10 Sekunden. Und dass wir es ein bisschen besser darstellen können, 0,167 Nanosekunden. Oder, wenn wir es noch in einer anderen Vorzeichen haben möchten, 167 Pikosekunden benötigt also das Licht, um hier vom Messgerät zur Wand zu gelangen. Da das Messgerät aber hier hinten misst, am Empfänger, können wir den Wert verdoppeln. Das bedeutet, zur Wand und zurück doppelter Weg, T gesamt, wäre dann 2 mal T von 5 cm und das entspricht dann ungefähr 333 Pikosekunden als Wert, den wir uns jetzt mal merken. Wie könnte man das Ganze jetzt irgendwie messen und irgendwie darstellen? Nehmen wir mal so ganz wertefrei, ohne Werbung machen zu wollen, den aktuellen Intel Core i7 oder i9. Was haben die aktuell? So im Turbo-Mode haben die ungefähr, nehmen wir es mal an, dass wir es angenehm rechnen können, 5 GHz an Taktgeschwindigkeit. F-CPU. Wenn wir da jetzt mal eine Zeit draus rechnen wollen, eine T-CPU, also eine Zykluszeit von einem Takt, müssen wir quasi die Frequenz 1 durch die Frequenz, also die Zeit 1 durch die Frequenz nehmen, 1 durch 5 GHz. Ist gleich 1 dividiert durch 5 mal 10 hoch 9 fürs Giga und 1 durch Sekunde, Hertz, also Sekunde nach oben. Und da landen wir jetzt in dem Größenbereich von 2 mal 10 hoch minus 10. Jetzt vergleichen wir mal. Wir haben hier 2 mal 10 hoch minus 10 und wir haben hier 333 Pikosekunden, was ungefähr abgerundet 3 mal 10 hoch minus 10 entspricht. Und wenn wir diese zwei Werte nun vergleichen, 3 mal 10 hoch minus 10, 2 mal 10 hoch minus 10, wir sind ungefähr in der gleichen Größenordnung. Wir haben hier 3 mal 10 hoch minus 10 Sekunden und wir haben hier 2 mal 10 hoch minus 10 Sekunden. Wenn wir nun diesen Wert hier abtasten möchten, weil wir gerne messen möchten, wie lange die ganze Geschichte hier unterwegs ist, das Licht, benötigen wir eigentlich etwas, das doppelt so schnell abtasten kann, wie hier unsere Zeitdauer ist. 3 mal 10 hoch minus 10, die Hälfte wäre 1,5 mal 10 hoch minus 10. Idealerweise, sage ich mal, wäre ein Drittel oder ein Viertel von der Frequenz, dass man die Abtastfrequenz vernünftig hinkriegt. Das heißt, 1 mal 10 hoch minus 10. Wir sind aktuell
mit unserer schnellsten CPU, die wir jetzt so im normalen Consumermarkt auf den Markt kriegen, bei 2 × 10⁻¹⁰. Bedeutet, wir sind mit unserer aktuellsten i7-Prozessorarchitektur zu langsam, um diese Laufzeit vernünftig abzutasten. Naja, ist jetzt ein bisschen doof, ne? Weil ich meine, grundsätzlich haben wir schon mal ein Problem, das Teil kostet 40-50 €. Und eine CPU kostet 400-500 €. Das heißt, eher ist keine CPU mit dieser hohen Taktfrequenz hier drin verbaut. Wie wird das Ganze also jetzt in der Praxis umgesetzt? Dazu schrauben wir das Gerät erstmal auf. Wir haben hier schon mal ein sehr schönes Design für den Batteriehalter, wie man sehen kann. Also die Batterien stecken quasi hier drin. Man hat auf dieser Seite Minus und das Ganze wird mit Federkontakten gelöst, die dann hier auf die entsprechenden Goldkontakte hier drücken. Man kann auch sehen, man hat hier und hier eine Druckstelle, da drücken die Federkontakte drauf. Das heißt, man könnte rein theoretisch hier hinten Kabel anlöten, weil wir müssen ja irgendwie dann die ganze Schaltung mit Spannung versorgen. So, geht das jetzt schon raus? Ja, sehr schön. Oder auch nicht. Hier hängt über ein Flachbandkabel die Tastatur vorne dran. Wir haben hier ein bisschen kleine Beschaltung. Das wird irgendwie Spannungsaufbereitung von den zwei Batterien sein. Glättung, Spannungswandlung. Hier ein bisschen FET-Geschichte, vielleicht die Hintergrundbeleuchtung. Hier geht es eben zum entsprechend Tastatur, Folientastatur. Hier haben wir einen großen Knüppel. Das ist quasi der mechanische Aufbau von dieser ganzen Linsen- und Laserstrahlgeschichte. Hier hinten, total interessant gelöst, eine seitlich, hier mit diesen seitlichen Kontakten aufgelötete Platine, die hier nochmal mit dem vorderen Teil geschraubt ist. Und hier müssen wir uns wahrscheinlich angucken, wie es funktioniert. Ich denke mal, dass hier die ganze Hightech-Technik drinsteckt. Man hat hier den Laserstrahl, der rausgeht. Da hat man hier so einen Lasersender, Laserstrahl, Lasergenerator. Und hier die Optik entsprechend und die Strahlführung und hier dann drunter wahrscheinlich irgendwie entsprechend eine Empfängerdiode, Empfängertransistor, irgendwas in der Richtung, schätze ich mal. Gucken wir uns dann an. Hier steckt das Display dran. Ups. Und dann kann man hier entsprechend diese Optik abnehmen. Wie gesagt, hier die Linse und so weiter, Fokuseinstellung für den Laserpointer. Hier die entsprechende Linse und ja, Filter. Man kann es hier rötlich leuchten sehen. Das ist ein entsprechender Filter, dass auch wirklich nur das rote Licht von dem Laserstrahl hier durchkommt. Und hier, wie man es super schön erkennen kann, auf eine große, ja, wahrscheinlich Empfängertransistor, was auch immer. Auf jeden Fall ein schöner nackter Chip, so wie es aussieht. Auf der Unterseite haben wir gerade schon gesehen, hier nochmal ein bisschen Spannungsgeschichte, vielleicht ein Step-Up-Converter oder so. Wir haben nämlich hier eine Spule, ein paar dicke Kondensatoren, vielleicht auch ein LDO dabei. Und hier ein ganz, ganz schönes, fix fertiges Bluetooth-Modul und zwar ein PAN 1026. Oh, und jetzt gucken wir mal rein, ob wir hier jetzt ein i7 drin haben. Nein, wir haben keinen i7 drin, aber wir haben einen ARM-Prozessor, einen 32-Bitter, einen STM32F302, also ST Microelectronics, hier als verbauter Mikrocontroller. Jo Leute, ich bin ja ein durchaus geduldiger und auch experimentierfreudiger Mensch, wie ihr wisst. Ich zeige euch jetzt mal was. Das war's mit dem Teil. Es funktioniert nicht mehr, aus mehreren Gründen. Einmal habe ich mich tierisch darüber aufgeregt, dass dieses Flachbandkabel kaputt gegangen ist. Also dieses Flachbandkabel zur Tastatur, das hat ja so Kohleauftragungen drauf, wo es den Kontakt zu diesem Schiebestecker hat. Das habe ich noch repariert gekriegt. Das habe ich ein bisschen abgeschnitten und dann hat das wieder Kontakt. Man sieht ja, der Taster funktioniert und so. Und dann habe ich, also plötzlich gesehen, spontan, unerwartet. Das ist jetzt nicht euer, die Qualität von, da ist eine selber geätzte Platine. Was ist das? Dass die Leiterbahn kaputt war, also die Platine kaputt war. Und zwar habe ich ja diese Linse hochgehoben leicht und entfernt.
Und dieses Hochheben und Entfernen hat quasi so ein bisschen mechanische Belastung draufgegeben auf das Teil und dann sind einfach die Leiterbahnen abgerissen. Also die kompletten Pads einfach abgerissen. Und die Qualität ist da echt mies. Also was die da für eine Ich hab's dann mal probiert zu reparieren. Gut, dann löbt man halt Kabel nah, wenn die das verboschen nicht hinten. Der riesige Vias hier. Da kann man ja kilometerlange perfekte Brett drehen. Hat die Bosch die Sitze doch in Sturget oder nicht? Hat das sind Schwäble. Jetzt weiß ich's. Die müssen spare. Hanoi. Ja, da löt die gern ein bisschen nah. Wenn dann die Schwäble dafür gespart hätten. Ist ja kein Problem. Oh. Aber das macht Spaß. Ideal. Oh, ich liebe so Futzelarbeiten. Ich liebe sie wirklich. Ich mache das echt gern. Nein, ich habe eins vergessen. Wenn das jetzt dann überhaupt noch ansatzweise... Jetzt ist die auch noch abgebrochen. Da aber nach der Reparatur das immer noch nicht funktioniert, müssen wir jetzt schätzen, wie es funktioniert. Ich zeichne jetzt mal wieder physikalisch, theoretisch weiter. Ich wollte eigentlich an der Laserdiode messen, damit wir sehen, von welchen Frequenzen wir sprechen. Aber wir nehmen es einfach an und dann schätzen wir das einfach alles grob so ein bisschen, nehmen einfach irgendwelche Werte an. Ob das jetzt 1 Kilohertz, 5 Kilohertz oder 1 Megahertz sind, was wir dann unterm Strich bei diesen Rechnungen haben, ist uns ja egal. Aber einfach so grundsätzlich, dass ihr seht, wie es funktioniert, gehen wir wieder zurück zum Zeichnen. Wir haben hier unseren Laserentfernungsmesser. Dieser strahlt hier einen Lichtstrahl, einen Laserstrahl aus. Und wir haben ja gesagt, dass wir jetzt hier ein Problemchen haben, damit, dass entsprechend die Zeit sehr, sehr kurz ist und wir das nicht berechnen können. Ja, wir machen jetzt mal was, das wir in der Schule schon mal vor vielen Ewigkeiten vielleicht mal gehört haben. Jetzt machen wir das Ganze ein bisschen professioneller, wir ziehen das Ganze ein bisschen professioneller auf und zeichnen das mal in neumodernen Schaltsymbolen. Und zwar nehmen wir jetzt einfach mal einen Frequenzgenerator, also LO, Local Oscillator, und den lassen wir jetzt einfach mal mit 1000 Hertz schwingen. Wie gesagt, das sind jetzt Frequenzwerte, die hätte ich gern rausgemessen, weil ich einfach gern die Originalwerte genommen hätte vom Entfernungsmesser. Haben wir jetzt nicht, das heißt, ich nehme jetzt einfach mal hier 1000 Hertz an. Wir gucken uns nämlich jetzt einfach das Prinzip an, wie das funktioniert. Diese 1000 Hertz würden jetzt zum Beispiel auf diesen Laserstrahl aufmoduliert. Was heißt auf den Laserstrahl aufmoduliert? Das ist jetzt immer so eine schwierige Sache, das zu erklären. Wenn ich jetzt hier einen Kurvenverlauf habe, hier habe ich die Zeit und hier habe ich eine Spannung, dann wird ja der Laserstrahl rein theoretisch mit einer Spannung von, ich weiß es nicht, 2 Volt oder so leuchten. Dann hat er quasi hier diese Spannung anliegen. Aufmoduliert bedeutet jetzt, man legt quasi über diese Spannung drüber eine Sinuswelle. Dann leuchtet der Laser auch, immer noch, aber er leuchtet ein bisschen heller und er leuchtet immer ein bisschen dunkler. Das wäre quasi eine Aufmodulation von dem Sinus. Bei einem Kilohertz wird es so schnell heller und dunkler, dass wir es mit dem Auge nicht mehr wahrnehmen können. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Signal mit einem Kilohertz verwenden, dann sieht es ja so aus. Wir haben hier einen Sinus. Einheitenfrei bleiben wir jetzt mal, hier haben wir die Zeit und wir haben hier entsprechend unsere Sinusschwingung mit einem Hertz. Jetzt nehmen wir noch eine zweite Sinusschwingung, also nochmal einen zweiten Local Oszillator und diesen und in diesem erzeugen wir 1001 Hertz. 1001 Hertz ist klar, sieht wie aus, so wie oben das 1000 Hertz, nur halt um 1 Hertz schneller. Was passiert nun, wenn wir rein nachrichtentechnisch gesehen diese zwei Signale auf einen Mixer geben? Also ein Mixer, das klingt immer so, boah, der macht irgendwas Komisches mit den Signalen. Also in der E-Technik ist ein Mixer ganz was Primitives. In der E-Technik ist ein Mixer schlicht und ergreifend ein Kurzschluss. Und das kennen wir jetzt aus der Musik. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein 400 Hertz Signal nehmen oder 440 Hertz Signal und wir überlagern das mit einem 441 Hertz Signal, dann wissen wir ja, was wir rauskriegen. Haben wir mal im Physikunterricht vielleicht gehört. Und zwar hat man dann ein Signal, das so lauter und leiser wird. Man erhält eine sogenannte Schwebung. Diese Schwebung sieht so aus, dass sie im Prinzip einfach eine Frequenz hat. In unserem Fall, da wir 1 Hertz
Unterschied haben, hätten wir eine Schwebungsfrequenz von einem Hertz. Das heißt, wir hätten hier den Sinus, einen großen Sinus mit einem Hertz. Und in diesem Sinus drin befinden sich unsere 1 kHz Sinusschwingungen. Wenn man das Ganze jetzt über einen Demodulator schicken würde, das ist ja im Prinzip eine Amplitudenmodulation, so eine Schwebung. Und wenn wir das jetzt über AM demodulieren, also das wäre das Blockschaltbild für einen AM-Demodulator, kriegt man hinten ein Signal raus, das dann im Prinzip hier oben irgendwo unseren Sinus mit dieser Schwebefrequenz hat. Soweit einfach mal physikalische Grundlagen. Das bringt uns jetzt ja eigentlich so gesehen noch nicht viel. Was passiert jetzt aber, wenn wir unser 1 kHz Signal nehmen und dieses 1 kHz Signal nun über unsere, ich zeichne es jetzt mal ganz schematisch auf, über unseren Laserstrahl schicken. Der Laserstrahl geht nach unten und wird oben, einfach mal schematisch dargestellt, ich weiß jetzt nicht, wie der Aufbau genau aussieht, und wird oben von einem Fototransistor zum Beispiel aufgefangen. Jetzt haben wir hier zwischen diesem Punkt und diesem Punkt unsere Laufzeit, die ja ein paar Nanosekunden beträgt. Also das ist verdammt, verdammt wenig. Wenn wir jetzt dieses Signal mit etwas verzögertes Signal durch die Laufzeit mit unserem 1 Hertz höheren Signal mischen, kriegen wir wieder das Gleiche. Also da ändert sich jetzt ja nichts. Wir haben wieder eine Hüllkurve und da drin haben wir unsere Sinusschwingungen. Wenn wir das Ganze wieder demodulieren, kriegen wir hinten raus, auch wieder genauso wie oben, alles total unverändert noch. Also aktuell fragt sich jeder, was macht der Hai, oder? Ein demoduliertes Amplitudenmodulationssignal. So, jetzt ist es aber so. Wir haben hier eine Frequenz von 1000 Hertz und hier eine Frequenz von 1001 Hertz. Aus diesen sehr hohen Frequenzen kriegen wir eine kleine Frequenz von einem Hertz raus. Das heißt, wir haben den Faktor 1000 zu unserer Grundfrequenz. Und praktischerweise Physik, also unsere wunderbare, tolle Physik, wenn wir jetzt dieses Signal, eines dieser zwei Modulationssignale, verzögern, also eine Phasenverschiebung oder sowas drauf machen oder eben eine Verzögerungszeit drauf machen, kriegen wir diesen Faktor 1000 hier auch auf unsere Phasenverschiebung. Das heißt, eigentlich wäre der Abstand von hier, Nullpunkt Sinus, nach hier, wenn man es jetzt auf ein Diagramm zeichnen würde, wäre der ja ein paar Nanosekunden, je nachdem wie lang die Entfernung ist. Da wir aber diesen Faktor 1000 jetzt auch auf diese Phasenverschiebung draufkriegen, haben wir hier quasi diese paar Nanosekunden mal 1000. Das heißt, die Phasenverschiebung wird plötzlich ein messbarer Wert. Wir haben den Faktor 1000 dazwischen. Wenn wir jetzt hier die Frequenz noch ändern würden, also in einem anderen Frequenzverhältnis, dann könnten wir auch einen Faktor 10.000 oder 100.000 erreichen, wäre auch gar kein Problem. Und dann sind wir jetzt in einem Bereich, den wir ganz, ganz easy mit einem ganz normalen Standard-Mikrocontroller auch bearbeiten können, da die Zeitbasis plötzlich extrem gespreizt wurde. Was mir jetzt beim Auseinanderbauen von dieser Fotolinse aufgefallen ist, zeige ich euch jetzt mal schnell. Was man hier jetzt zum Beispiel sehr gut sehen kann, also ich glaube eben, dass aufgrund dieser Bauform vom Transistor, das kann man hier in der Vergrößerung ja auch nochmal sehr gut sehen, dieser Fototransistor hat ja zwei Empfangszellen, eine obere und eine untere. Und wenn man sich den Strahlengang mal hier ganz genau anguckt, der Laser strahlt ja hier entsprechend durch diese Linse und wird hier vorne gebündelt eben als Laserstrahl zu unserer zu messenden Entfernung geschickt und wird reflektiert und kommt hier durch die Linse wieder rein. Aber wenn man sich jetzt die Linse hier vorne genauer anguckt, kann man sehr gut erkennen, dass es hier seitlich nochmal abgeht. Der Laser, der strahlt ja nicht perfekt hier, der wird dann auch erst in der Linse gebündelt. Das heißt, es wird hier links ein wenig was reingestreut. Wenn wir uns das jetzt hier angucken, gibt es hier quasi so einen Kanal, wo der Laserstrahl entlang gehen kann. Und der Laserstrahl wird hier unten reflektiert und geht über diesen Kanal hier oben bei dem unteren Fenster raus. Bei dem oberen Fenster, man kann es erkennen, da sieht man die rote Linse, bei dem oberen Fenster kommt der reflektierte Laserstrahl von der Wand oder so zum Beispiel zurück.
Und beim unteren Fenster kommt entsprechend der Laserstrahl hier über diesen kurzen Strahlengang über diese Wand nach da oben. Deswegen glaube ich, dass die erste gemischte Frequenz quasi auch über den Laser geschickt wird, nicht direkt auf der Schaltung abgegriffen wird, weil man so entsprechend, denke ich mal, auch nochmal gewisse Sachen, gewisse Fehler und so rausoptimieren und rausrechnen kann. Und man kann es auch hier sehr schön erkennen. Das Fenster geht quasi auf den unteren Phototransistor und das andere, das obere Fenster, geht auf den oberen Phototransistor. Das bedeutet also, dass wir dieses Signal hier nicht direkt in den Mixer einspeisen, sondern wir hier im Prinzip nochmal einen zweiten Transistor drin haben, der auch das Licht hier auffängt. Und dieses Signal wird quasi hier oben in den Mixer eingespeist. Dadurch kann man entsprechende Ungenauigkeiten und so weiter rausrechnen, gewisse Toleranzen rausrechnen. Ich schätze mal, dass diese Modulation vom Laser auch nicht 100% perfekt funktionieren würde. Ich glaube, ein Laser lässt sich sicher nicht so wunderbar toll modulieren. Und ich gehe mal davon aus, wenn man jetzt diese zweite Reflexionslinie mit reinrechnet, dass dann gewisse Störungen und gewisse Ungeradheiten, die auftauchen können, eben entsprechend rausgerechnet werden. So, da wir jetzt wissen, wie das funktioniert, können wir uns auch die Dinge vom Anfang des Videos erklären. Warum wird die Entfernung größer, wenn der Laserstrahl durch Wasser durchgeht? Ja, ganz einfach zu erklären. Hier kommen jetzt diese Lasertierchen aus dem Laserstrahl rausgeflogen. Die pfeifen wie Superman durch die Luft und stoßen hier an. Und da merken sie, oh, Wasser. Jetzt müssen die hier natürlich durchtauchen. Und Lichttierchen sind nicht sonderlich gute Taucher, die tauchen relativ langsam. Also die kommen hier jetzt mit ca. 300.000 km pro Sekunde angeflogen und werden vom Wasser gebremst, Brechungsindex und so weiter. Schwimmen jetzt hier, tauchen jetzt hier mit nur noch 200.000 km pro Sekunde durch. Also die werden brutal langsam, 200.000 km pro Sekunde, das ist ja quasi nichts. Fliegen dann hier hinten bei der Luft wieder weiter, werden reflektiert, tauchen wieder langsam zurück und dadurch, dass eben langsamer durchs Wasser durch sich bewegt das Licht, dadurch haben wir einfach in der Summe eine längere Laufzeit. Das Gerät weiß ja nicht, dass hier Wasser dazwischen ist. Das kriegt also eine längere Laufzeit angegeben und rechnet mit dieser längeren Laufzeit und kommt dadurch eben auf eine größere Entfernung, denn man müsste ja weiter weg sein, um die gleiche Laufzeit hinzukriegen. Man könnte sich wahrscheinlich jetzt auch genau ausrechnen, was für ein Brechungsindex das Wasser und so weiter hat. Das macht man nicht. Das war schon Theorie genug heute, oder? Ja, das war genug Theorie. Und dasselbe natürlich mit dem Stempel. Der Stempel in dem Fall mit dieser metallisierten Oberfläche war einfach nur ein Spiegel. Und da wir jetzt ja wissen, das misst über Licht, war das ganz einfach erklärt. Das Ding hat sich am Stempel gespiegelt, wurde weiter hinten irgendwo reflektiert wieder, wurde wieder über einen Spiegel gespiegelt und ging dann zurück. Und dadurch haben wir diese große Entfernung von weit über einem Meter erhalten. Ja, vielleicht hat jemand von Bosch zugeguckt. Ich hätte gerne eine neue Platine von dem Teil. Ich habe sie geopfert für das Video. Und ich mag mal, glaube ich, keinen neuen kaufen. Ich weiß es nicht. Ja, wenn euch das Teil generell interessiert, dann könnt ihr euch gerne hier mal das Video vom James Knopf selbst anschauen. Der erklärt so ein bisschen was, wie das Ding funktioniert, wie man damit arbeiten kann, was man damit machen kann. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Ansonsten bedanke ich mich fürs Reinschauen. Hier könnt ihr noch ein Abo da lassen, wenn ihr wollt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.